So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe nochmal Commander Legends Dungeons & Dragons Battle for Baldur's Gate Set Booster. Das Baldur's Gate, was das Commander Legends, was nicht hätte Commander Legends heißen sollen, das war einfach Quatsch. Ganz, ganz großer Quatsch. Gucken wir uns das an, wir haben hier einmal einen Phönix, ein Phönix, Nemesis Phönix, jawohl. Swamp. Cloak of the Bat, der Batman-Umhang. Zwei Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt fliegend Eile mit der Quiffe dabei. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist ein Batman-Umhang. Also, sorry. Das sieht doch wohl jeder. Dann Miracles Addict. Zwei Mana, wir rollen einen D20. 1 bis 9, ein Gegner unserer Wahl muss eine Kreatur opfern. 10 bis 19, jeder Gegner muss eine Kreatur opfern. Und eine 20, jeder Gegner muss eine Kreatur mit den höchsten Mana-Kosten opfern. Miracles Invoker, 3 Mana 2-3, für 8 Mana kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, plus 2 plus 0 und Menace bis Menace Zugriff. Stark. Skyen of Halasta, 2 Mana Background, Commander, die wir haben, haben zum ersten Mal, wenn sie, wenn wir zum ersten Mal eine Karte ziehen würden, gucken wir sie stattdessen die obersten zwei Karten unseres Decks an. Wir können eine in Friedhof legen, eine aufs Deck. Dann ziehen wir die Karte. Cool. Wilson, Refined Grizzly, 2 Mana 2-2, das ist ein Gummibär. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das ist ein Gummibär. Dispel can't be countered. Vigilance, Reach, Trample. Reach, weil er halt diesen Gummibärsaft trinkt. Und dann kann der auch so hüpfen und so. Und deswegen hat er auch Ward. Und ja, ist ein Gummibär. Und wir suchen uns den Background aus. Hardy Outlander, 2 Mana, Legendary Enchantment Background. Commander-Kreaturen, die wir haben, immer wenn diese Kreatur angreift, wenn der Gegner mehr Leben hat, kriegt die Kreatur plus X plus X, wobei X ihre Stärke ist. Banishment, 4 Mana Flash, wenn sie ins Spielfeld kommt, exilieren wir den Non-Land Permanent, alle mit demselben und all other non, mit demselben Namen. Genau, bis das Ding das Spielfeld verlässt. Ganz cool. Gate-Kolossos, 3 Mana 8-8, wenn er kostet 1 Mana weniger für den Gate, und kann ich von Kreaturen verstärkt oder weniger geblockt werden. Und wenn Gate ins Spielfeld kommt, können wir den aus dem Friedhof auf Deck legen. Das ist der Pinnacle of Pioneer. Gaunt Gate. Kommt getappt, das Spiel ist ein Gate. Tappen für ein farbloses. Tappen, wir kriegen eine Mana beliebiger Farbe, das ein Gate produzieren könnte. Unsere erste Rare. Krass. Dünaer Invoker Adept. 4 Mana, 4-4 Eile. Aktivierte Fähigkeiten, die kontrollieren. Können diese aktiviert. Kreaturen mit aktivierten Fähigkeiten können diese aktivieren, als ob sie Flash hätten. Und tappen das nächste Mal, wenn eine Mana, 4 oder mehr Mana zum Aktivieren für irgendwas benutzt wird, wird der Spell kopiert, beziehungsweise die Fähigkeit kopiert, nicht der Spell. Und wir können neue Targets machen. Dann haben wir noch ein Background, Candlekeep, Sage. Commander-Kreaturen haben, wenn die Kreatur ins Spiel kommt oder das Spiel verlässt, ziehen wir eine Karte. Dann haben wir, oh mein Gott, was bist du? Du bist wunderhübsch. Mintari Merciless Soul. 4 Mana 2-2 Ward X, wo X die Anzahl an Counter ist, die wir haben. Experience Counter, wow, ich erinnere mich. Das ist dieser Elf-Cleric in Schwarz-Weiß. Und zu jedes Endsteps, wenn eine Kreatur, wenn permanent ist, das wir kontrolliert haben, das Spielfeld verlassen hat, kriegen wir einen Experience Counter. Und Kreaturen kriegen plus 1 plus 0 für den Experience Counter. So eine geile Karte. Jetzt auch noch in Edged Foil. Ich liebe Edged Foil. Gott. Ascendant of Aranus, 3 Weiße und X. Wir bringen alle Kreaturen und Planes sogar Mana-Kosten von X oder weniger aus unserem Friedhof zurück ins Spiel und exilieren das Ding. Okay. Run Away Together. Das, okay. Ein blaues und farbloses. Wir wählen zwei Kreaturen aus, die verschiedene Spieler kontrollieren und return die zur Hand. Dieses Artwork, wer auch immer das eingeschickt hat, geiler Typ. Und noch die Initiative mit der Undercity. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Unbexit. Ciao, ciao.